Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Redeverbot, wusste ich gar nicht. Soll ich schweigen da? Kenne ich gar nicht. Mein Name ist Dieter Nuhr, ich bin Comedian. Das ist natürlich, ist es gefährlich, weil die Leute heute wahnsinnig schnell beleidigt sind. Selbst Rapper entschuldigen sich heute für frauenfeindliche Rapper-Reime. Ich habe immer gedacht, das ist der Sinn des Raps. Und weibliche Rapper sollen bitte mich beleidigen. Ich verlange das, ich bin Kunde, ich will das so. Ja, wahrscheinlich fangen die Rapper bald noch an zu gendern. Stehen die auf der Bühne, hey, ich ficke deine Elternteile. Ja? Was soll das denn? Nicht? Die sollen bitte weiter meine Mutter ficken. Nein, nicht praktisch, metaphorisch. Ja. Ich würde sagen, der Satz muss heißen, ich ficke deine Mutter. Ja. Ich muss dazu sagen, meine Mutter ist über 90 und gehe davon aus, dass es bei der Ankündigung bleiben wird. Ja. Rap ist Großmäuligkeit, das ist der Spaß. Ich ficke deine Mutter. Meine Mutter ist schon ein bisschen tüdelig, lässt sich auch schon mal an der Türe zu was überreden, aber nicht dazu. Da bin ich ganz sicher. Und selbst, ja, bitte, selbst. Und selbst wenn doch, bitte, dann lass ihr den Spaß. Es wird nicht mehr allzu oft passieren. Nein. Rapper reden Scheißdreck, auch wenn die immer sagen, du Hurensohn. Ja, wie soll man das? Sollen die das gendern jetzt oder was? Du Huren, Querstrich, Stricher, Sohn, Sternchen, Tochter, Sternchen, in. Ja. Mühsam, Sprache ist mühsam geworden. Es gibt in Deutschland Krankenhäuser, die sagen nicht mehr,